Hi, mein Name ist Micha und auf diesem Kanal wandere ich normalerweise durch den Odenwald, aber im heutigen Video bin ich im Schwarzwald unterwegs. Und zwar treffe ich mich mit ein paar anderen YouTubern. Das ist einmal der Harald Roller, der auch viel im Schwarzwald unterwegs ist. Dann kommen noch Jim und Jeff und die Strauchs vom Kanal Strauchs Wanderlust. Die ganzen Kanäle verlinke ich euch natürlich unten. Aber als erstes gibt es eine kleine Storytime. Also ja, ich bin jetzt hier in Neuenbürg. Hier wollten wir uns nicht treffen. Ich habe tatsächlich vergessen zu drücken bei der S-Bahn. Oder ich habe nicht damit gerechnet, dass ich hier drücken muss, damit der Zug anhält. Und bin leider eins zu weit gefahren. Und der nächste Zug, der ist erst in einer Stunde da. Also der nächste Zug, der in die Gegenrichtung fährt, ist erst in einer Stunde da. Ich habe den gerade verpasst. Aber ich werde jetzt abgeholt und mal schauen, was der Tag heute noch so bringt. Es wird eine totale Überraschung sein. Ich weiß auch noch gar nicht, was geplant ist. Der Harald hat da irgendeine Tour rausgesucht. Es wird aber auf jeden Fall lustig werden. Wahrscheinlich wird den allermeisten Neuenbürg jetzt nichts sagen. Das ist in der Nähe von Pforzheim. Leute, mein Taxi ist da. Endlich. Wahnsinn. Ich bin gespannt. Es geht los. Mein Taxi war übrigens Harald, der mich zusammen mit den Strauchs freundlicherweise abgeholt hat. An dem Tag ist so manches schief gegangen. Unter anderem sieht man, dass meine Kamera ein bisschen verklebt ist und die Bildqualität nicht so gut geworden ist und auch die Toneinstellung ist nicht ganz optimal geworden. Aber hey, so ist es halt im Leben. Es läuft nicht immer alles glatt. Man muss es manchmal einfach so nehmen, wie es kommt. Und hier sehen wir mal die ganze Truppe. Vorne läuft der Marco, hinten dran kommt dann die Sarah, links bin ich, dann hinten dran im gelben Shirt ist der Jeff und da ist der Harald. Oh Leute, schaut euch das an. Wunderschön. Es war leider kein Wasser hier, aber wow, finde ich richtig cool hier. Schaut mal, wir sind jetzt ein bisschen weiter oben und hier ist noch ein bisschen Wasser, unten ist trocken. Das ist krass. Und wir haben jetzt gerade mal Juni. Und ja, normalerweise sollte hier eigentlich Wasser fließen. Also zumindest habe ich das so verstanden vom Harald, aber der muss sich ja wohl hier auskennen. Aber generell ist schon echt auch trocken hier. Nicht nur im Odenwald gibt es das Thema, sondern ja, logischerweise ist auch im Schwarzwald hier, oder genauer gesagt im Nordschwarzwald, ja, auch ein Thema. Schon irgendwie krass. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Und ich stelle euch jetzt erstmal die ganzen YouTuber vor, mit denen ich heute unterwegs bin. Ja, und dann fangen wir mal an. Links neben mir sitzt der Jeff vom Kanal Jim und Jeff. Jim ist der Jimpanse und Jeff ist der Jeff. Die beiden haben eine wunderbare Dynamik. Da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen in dem Kanal. Die sind ebenfalls hauptsächlich im Odenwald unterwegs. Neben dem Jeff sitzen Marco und Sarah vom Kanal Strauchs Wanderlust. Die beiden haben übrigens auch noch einen Blog. Die sind hauptsächlich im Saarland unterwegs. Also zum Beispiel, wenn ihr was zu den Traumschleifen wissen wollt, seid ihr bei dem Kanal genau richtig. Und ja, last but not least ist der Harald Roller. Er steht ganz links im Bild. Er ist im Schwarzwald zu Hause, besser gesagt hauptsächlich auch im Nordschwarzwald. Wenn ihr Fragen habt zum West-, Mittel- oder Ostweg, dann seid ihr bei ihm bestimmt an der richtigen Adresse. Wie ihr hier sehen könnt, sind wir auf den Spuren des Mittelwegs unterwegs. Nachdem ihr jetzt die Drohnenbilder gesehen habt, gehe ich jetzt natürlich auch noch mal hoch, ganz nach oben. Auf geht's! Und da bin ich ganz oben. Und von hier oben hat man echt einen grandiosen Ausblick über den Schwarzwald. Ich muss sagen, auch der Schwarzwald ist wunderschön. Meine Homebase ist zwar der Odenwald, aber schaut euch das an. Hinten ist Pforzheim, aus der Richtung sind wir gekommen
Und in die Richtung geht noch der ganze Schwarzwald weiter. Wunderschön. Oh Mann. Ich hab's drauf, ja. Ja, normalerweise habe ich ja immer den Plan und weiß, wo es hier lang geht. Das ist heute nicht so. Wir folgen einfach dem Harald und aktuell sind wir jetzt 8,6 Kilometer gelaufen. Das ist für mich oder für uns auf jeden Fall eine Überraschungstour. Und ja, so sieht es übrigens aus, wenn YouTuber wandern gehen. Ich finde, es sieht sau lustig aus. Überall die Selfie-Sticks, die rausgucken mit den laufenden Kameras. Ist ein Bild für sich, auch für mich ist das völlig ungewohnt. Das ist meine erste Wanderung dieser Art. Und es gefällt mir aber auf jeden Fall. Mal schauen, vielleicht werde ich das ein oder andere Mal wieder tun. Und ich bin noch ganz gespannt, wo wir heute hinlaufen. Bis jetzt gefällt es mir wirklich sehr, sehr gut. Wir haben vorhin auch schon gesagt, naja, der Schwarzwald ist halt schon auch schön. Also es ist ein bisschen was anderes wie der Odenwald. Der Jeff hat es vorhin so treffend gesagt, es ist ein bisschen wie wenn man von der Kleinstadt in die Großstadt kommt. Aber trotzdem ist der Odenwald wunderschön. Ich fühle mich hier wohl, aber der Schwarzwald ist auch richtig schön. Nachdem wir jetzt hier vorzüglich gespeist haben, geht es den Berg hoch und auf zum Schloss, glaube ich. Nur einmal mit Profis arbeiten. Also was wir jetzt gerade gesehen haben, das war die hintere Burg oder die Burgruine. Und jetzt geht's ab in den Schlossgarten. Und da hinten ist noch das neue Schloss, würde ich mal sagen. Das war jetzt echt erfrischend. Wir waren unten im Kellergewölbe. Jetzt geht's weiter und wir sind jetzt schon langsam auf dem Rückweg, habe ich erfahren. Ja, and here we go again. Neuenbürg, Bahnhof. Hier waren wir heute schon heute Morgen. Hier wurde ich abgeholt. Und ja, ich hätte einfach nur hier warten müssen, dann hätte ich mir den ganzen Weg sparen können eigentlich. Nein. Ja, nein, ich wurde hier vom Harald und von den Strauchs wurde ich abgeholt. Das war sehr, sehr cool. Ach man, so einen blöden Knopf einfach nicht gedrückt. Ja.
Fleisch und gleich gesitzt. Ich so gern, was ihr hört, du Idiot. So langsam, aber sicher geht dieser wirklich wunderschöne Tag zu Ende. Es war für mich persönlich das erste Mal, dass ich mich mit Outdoor-YouTubern getroffen habe, quasi unter Gleichbesinnten unterwegs war. Und ja, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Es wird jetzt nicht mehr allzu lang gehen. Das Video kommt langsam zum Ende. Und ich denke, da werde ich mich jetzt gleich nochmal melden. Und ansonsten gibt es jetzt noch ein paar letzte Eindrücke. Nachdem jetzt alle anderen ihre Abmoderation gemacht haben, darf ich die auch machen. Mir hat es heute sehr gut gefallen mit denen, wie ich es auch heute schon ein paar Mal im Video gesagt habe. Und es wird hoffentlich nicht die letzte Wanderung mit euch gewesen sein. In dem Sinne sage ich einfach Ciao. Ciao. Immer wieder gerne. Bis zum nächsten Mal. Aber tschüss. Nur aus der Ferne.